Filmrequisiten made in Friedberg. Dieser Aston Martin, der im neuesten James Bond in die Luft ging, kommt aus Schwaben. Genauer gesagt aus diesem 3D-Drucker der Firma Voxeljet. Unglaublich, aber wahr, diese Maschine kann ganze Autos drucken. Unsere 3D-Drucker arbeiten mit Partikelmaterialien als Ausgangswerkstoff. Das kann zum Beispiel Sand oder Plastikpulver sein. Dieses Pulver wird immer schichtweise auf eine Baufläche ausgetragen. So in dünner Schicht, 0,3 mm stark. Und dann wird diese Schicht mit einem Drucker, also mit so einem Inkjet-Drucker, bedruckt. Und die Flüssigkeit, die dann da aufgedruckt wird, die führt dazu, dass diese Partikelschicht selektiv abbindet, verklebt. So, und jetzt trägt man eine neue Schicht Partikelmaterial auf, bedruckt die wieder und so fort, bis die Bauhöhe erreicht ist. Und die Bauteile oder Partikelbereiche, die bedruckt wurden, die werden dann fest. Und die restlichen Partikelbereiche können dann entfernt werden. Und dann bleibt das gewünschte Objekt über. Ob Ersatzteile für Autos, Architekturmodelle oder ganze Räume, hier lässt sich alles ausdrucken. Das birgt natürlich auch Gefahren. Wir sind natürlich mit jeder neuen Technik Risiken verbunden. Wir haben jetzt im Internet oder auch über andere Medien natürlich gesehen, dieses Thema mit der gedruckten Waffe. Letztendlich gibt es aber auch andere Risiken, die eigentlich viel, viel dramatischer für das Business wiegen, zum Beispiel eben Copyright. Also wer hat denn die Rechte an bestimmten Daten? Wer darf Bauteile drucken, vervielfältigen? Sind gescannte Daten dann wirklich die eigenen Daten oder gehören die demjenigen, dem das Objekt gehört? Das sind tatsächlich Fragestellungen, die in Zukunft viel mehr zutage treten, als wir es bisher gesehen haben. Die Friedberger Maschine ist nach Angaben der Firma einer der größten 3D-Drucker der Welt. Bisher noch nicht gerade etwas für das eigene Wohnzimmer. Doch das könnte sich ändern. Ein Szenario könnte tatsächlich so aussehen, wie Sie das beschreiben, dass die Mehrzahl an Haushalten tatsächlich über 3D-Drucker verfügen. Dazu müssten diese Drucker noch qualitätsgesteigert gebaut werden, beziehungsweise auch verbesserte Materialien verbauen können. Dann wäre sowas durchaus denkbar. Ein anderes Szenario geht dahin, dass man Druckzentren hat, so wie jetzt Copyshops, wo praktisch Daten von Privatusern ausgedruckt werden können in entsprechend hochqualitativen Materialien. Und dann könnte sich irgendwann jeder am PC sein Wunschding designen. Ob Ersatzteil, Designertisch oder einfach neue Schuhe. Alles aus einem 3D-Drucker.